So, The Long Journey Home. Damit herzlich willkommen eben zu jenem Spiel. Ja, ich habe schon mal gespielt, man sieht es auch hier unten. Ist einige Zeit her. Ich habe es damals von dem Entwicklerstream, in dem Gronkh auch dabei, den Entwicklerstream, in dem halt Gronkh auch partizipiert hat. So, auch ein besseres Wort. genau, ich kenne das Spiel von dort her und ich hatte damals immer die Befürchtung, also ich sag jetzt mal was, einen Moment. Das Spiel, es ist ein Rogue, also nicht Roguelike, es hat Roguelike-Elemente. Das Spiel dreht sich hauptsächlich um die Heimweh, die man findet. Man erlebt den ersten Sprung der Menschheit zu einem anderen System und genau, natürlich geht was schief, sonst wäre es nicht die lange Reise heim. Und genau, das Spiel dreht sich darum, dass man versucht zu überleben. Und genau, schön, also damals, ich bin nicht gut darin, solche Reden zu schwingen. Das Spiel dreht sich auch ein bisschen darum, die Heimweh, die man verspürt. Und dass man doch liebsten wieder zu Hause wäre. Während einem, man verzeiht ja, man verzeiht, was ich jetzt sage, man versucht halt zu überleben, obwohl das Raumschiff unter dem Arsch wegbricht. Und das muss man irgendwie hinbekommen. So, es ist ein schönes Spiel, ich mochte es damals. Es hat sehr viele Anspielungen auf andere Spiele. Liebevolle Anspielungen. Und die meisten Spiele von damals habe ich halt nicht gespielt. Das heißt, ich werde die meisten wahrscheinlich nicht verstehen. Oder, ja. Aber trotzdem, ich hatte damals, als ich das Spiel gespielt habe, trotzdem großen Spaß. Und ich würde sagen, wir brauchen kein Training. Ich kenne mich bestimmt aus, das ist wie Fahrradfahren. So, das heißt, wir gehen jetzt einmal rein. Wir starten die Mission. Gehen jetzt einmal weiter. Ich hoffe, die wunderschöne Musik ist noch da. Ah, schade. Hey, sie ist leiser. So. Also, willkommen hier. Wir starten gerade unsere Mission. Bereit zum ersten... Genau, da stehst du ja schon. Willkommen beim Projekt Daedalus, dem jungen Fernflug des ersten sprungfähigen Schiffs der Menschheit. Über die Wille 4 Crewmitglieder, die das Schiff nach Alpha Centauri und zurückfliegen. Ihr Fachwissen und ihre Spezialfähigkeit werden wichtig für diesen Erkundungsflug sein. Voraussichtliche Missionsdauer 3 Tage. Kein Problem. Das kriegen wir doch hin. Also wählen wir doch mal 4. Und da ist eine Menge Text, aber ich lese es mir gern durch. Wir wollen ja wissen, wen wir dabei haben. So, ich bewege mal den Stuhl hier hin und her, damit ich mal besser sitzen kann. So, der knarzt auch, nicht wundern. So. Also, wir haben zum Beispiel, warte, können wir draufklicken? Ah, dann haben wir sie in Farbe. So, also wir haben Siopan Hartigan. Sie ist Archäologin. Dr. Siopan Hartigan wurde uns wärmstens von unseren Sponsoren beim Minerva-Konsortium empfohlen. Sie verbrachte ihr ganzes Leben auf einigen der gefährlichsten Grabungsstellen. Ihre Methoden wurden oft als nun umstritten bezeichnet. Es besteht jedoch kein Zweifel daran, dass Hartigan die beste Wahl ist, wenn es darum geht, die Geheimnisse von Alpha Centauri ins Licht zu bringen. Diebstahl? Grabrauberei. Ach komm schon, Archäologie ist die Geschichte unserer Welt. Unser gemeinsames Geburtsrecht. Wie können wir es wagen, dieses an Banausen zu verschwenden und die Geschichte nur für sich allein haben wollen? Das heißt, sie ist schon ein bisschen mit der Gefahr bekannt. Okay. Und sie hat, hier steht es auch, warte, kann ich draufklicken? Nein. Ich muss draufbleiben. Sie hat einen Kristallschädel dabei, aus Siopans Privatsammlung mitgebracht. Die können einen Gegenstand mit auf ihre Reise nehmen. So, denn wen haben wir noch? Dann haben wir noch Malcolm Winters, Testpilot. Testpilot Malcolm Winters wurde uns von der US Air Force ausgeliehen, um unseren Technikern beim Design des Landemoduls zu helfen und die Zivilisten zu trainieren. Er ist der menschlichen Expansion in den Weltraum gegenüber skeptisch eingestellt. Seiner Meinung nach sind wir noch nicht bereit für das, was uns da draußen erwartet. Dennoch ist seine Anwesenheit für die Bewältigung anspruchsvollen Geländes und für missionskritische Operationen empfohlen. Mit unserer bloßen Anwesenheit da draußen öffnen wir die Büchse der Pandora.
Hoffentlich können wir sie auch nun wieder schließen. Achso, und er hat eine Standardarminierung für umfassende Reparaturen am Landemodul. So, wen haben wir hier? Alessandra Ica... Iacovelli. Ingenieurin. Dr. Alessandria Iacovelli ist Leiterin der für den Knossos-Antrieb verantwortlichen IASA-Ingenieur... Für die Knossos-Antrieb verantwortlichen IASA-Ingenieursabteilung. Dieser sorgt dafür, dass die Rückreisezeit vom Mars in Tagen und nicht in Wochen gemessen wird. Im Gegensatz zu den anderen Kandidaten hat sie keinerlei Interesse daran, das Schiff überhaupt zu betreten. Die IASA hält ihre Anwesenden an Bord jedoch für notwendig, vor allem nach ihren jüngsten Bedenken zur magnetischen Subraumnavigation des Sprungantriebs. Nein, 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 das ist bestimmt in Ordnung, wirklich. Das wären noch nie dagewesene gravitative Kräfte. Die Wahrscheinlichkeit ist astronomisch gering, aber wir sind im Weltraum. Ist da nicht alles irgendwie astronomisch? Sie hat eine Werkzeugkiste. Alessandras private Kiste mit Ersatzteilen für die Reparatur von Geräten. So, ich muss kurz was trinken. So. Dann haben wir einmal Ash Malhotra, Botaniker. Dr. Ashwin, auch Ash genannt, Malhotra behauptet, er wurde von unserem botanischen Team durch die strategische Anwendung von meiner Gitarre und einem besonderen Nervtütenlied nominiert. Weitere Nachfragen haben wir nicht gewagt. Moment. So, weitere Nachfragen haben wir nicht gewagt. Malhotras Fachwissen, wenn es um terrestrische und Exobotanik von Mars und Europa geht, macht ihn jedenfalls zum idealen Betreuer möglicher botanischer Entdeckungen, die wir auf Alpha Centauri zu finden hoffen. Ich habe meinem Mann gesagt, dass IASA mich ins All schießen will. Ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Und er hat Gwendolin dabei, Ash Hauspflanze. Dann haben wir noch Benoit Verdier, theoretischer Physiker. Benoit Verdier, Doktortitel aus Platzgründen ausgelassen, erregte Aufmerksamkeit als einer der jüngsten Nobelpreisträger. Trotz oder gerade wegen seines Rufes, alles andere als einfach zu sein, verbrachte er das letzte Jahrzehnt in mehreren renommierten Positionen. Dann fand er zu Professor Lebedev, einem der wenigen Forscher, den er respektiert. Einem der wenigen Forscher, den er respektiert. Man ist sich einig, wenn irgendein irdischer Intellekt bereit für das Unmögliche ist, so ist das Verdier. Nun, vielleicht findet er dann endlich seine eigene Spezies da draußen. Ha, das Universum ist Mathematik und ich bin sein Meister. Und er trägt eine weiße Pille, Benoits Pillen, beschriftet mit ärztlich verordnet für Benoit. Unterschrieben von Dr. B. Verdier. Von Dr. B. Für sich selber? Hat sich das selber beschrieben? Oder gibt's jemand? Nee. So, dann haben wir noch Kirsten Barrasso. Astronautin. Nur wenige Menschen haben mehr Zeit im Weltraum verbracht als Kirsten Barrasso. Nach ihrer zweiten Tour an Bord der ISS-2 stellte die IASA sie als Beraterin ein. Ihre Lektionen über das Überleben im Weltraum waren für das Daedalus-Ingenieursteam bei den Vorbereitungen auf den Testflug und für den zukünftigen Betrieb mit einem 60-köpfigen Team von größtem Nutzen tatsächlich. Aufgrund einer kürzlichen Krebsdiagnose kommt sie für diesen jedoch nicht in Betracht. Ein letzter Einsatz würde hier allerdings nun bewilligt. Wer braucht schon den weiten Himmel? Achso, falsche Stimme. Ich kann keine Frauenstimmen. Wusste man das? Ich kann kaum eine andere Stimme. Wer braucht schon den weiten Himmel, wenn er die Sterne haben kann? Ich ergreife jede Gelegenheit, dort zurückzukommen, wo ich hingehöre. Dafür gibt es angepasste Arminierung. Ein für umfassende Reparaturen an der Außenhülle.
Dann haben wir Nikolai Lebedev. Okay, nochmal Lebedev. Den Namen kennen wir doch. Er kam irgendwo vor. Warte, wo war Lebedev? Da nicht. Ja, dann fand er zu Professor Lebedev, einem wenigen Forscher, den er respektiert. Okay. Nikolai, obwohl das nicht Nikolai, oder? Das könnte Nikolai sein. Nikolai Lebedev, also ich meine, wie viele Forscher gibt es in der Familie Lebedev? Nikolai Lebedev, Forscher. Nur wenige waren in diesem Jahrhundert so unentbehrlich für die Wissenschaft wie Professor Lebedev. Auch wenn sein Name außerhalb von Geheimlaboren und Regierungseinrichtungen unbekannt ist. Als Forschungsleiter beim Daedalus-Sprungantrieb ist er eigentlich in einer Position, in der sein Können gewürdigt wird. Trotz seines fortgeschrittenen Alters hat er verlangt, an der Mission teilzunehmen, damit er seine lebenslange Erfahrung und seine Führungsqualitäten im Falle von Schwierigkeiten unter Beweis stellen kann. Der nächste Schritt für die Menschheit wird unser großer Sprung. Dafür werde ich schon sorgen. Und er hat Ungeziefer-Spray zur Abwehr von kleinen Schädlingen. Dann haben wir noch Miriam Wagner, Missionskoordinatorin. Miriam trat der EASA ursprünglich als Physikerin bei und arbeitete an Halbleitertechnologie, die Bestandteil unseres Scanner-Arrays wurde. Vor kurzem übernahm sie die Führung unserer Kampagne »Der Weltraum ist für alle«, die vor einer Zukunft warnt, in der nur noch Wissenschaftler zu den Sternen hinaufsehen. Sie hat viel Zeit damit verbracht, andere für die Mission der EASA zu begeistern und den gemeinsamen Traum zu verbreiten. Die Erde wird immer unsere Mutter sein, aber alle Kinder müssen irgendwann das Nest verlassen. Wir werden nie erwachsen sein, wenn wir nicht beweisen, dass wir unseren eigenen Weg im Universum finden können. Notfallsender sendet ein Notfallsignal. Und Simon Castillo, Konzerndirektor, perfekt für so einen Flug. Mr. Castillo ist Vizepräsident der Abteilung für kommerzielle Entwicklung der Schiaparelli Bergbaugruppe, jeder kennt sie, unserem größten Partner im privaten Sektor und zweitgrößte Firma des Sonnensystems. Ihre Finanzierung ermöglichte die Entwicklung und Konstruktion des Daedalus-Prototypen. Mr. Castillo hat entschieden, dass er persönlich vor Ort sein sollte, um zu sehen, was seine Milliardeninvestition in diesen neuen Raumfahrtzeitalter ermöglicht. Und um eine unmittelbare Ausbeutung neuer Güter in die Wege leiten zu können. Na super. Für Zitate stehe ich nicht zur Verfügung. Fragen Sie meine Assistentin. Und er hat ein Bergungsset. Alles, was man für einen Beutezug in Wracks und Ruinen benötigt. Und Zoe Creed, in zivile Beobachterin. Im Alter von 16 Jahren begann die australische Studentin Zoe Creed über die Liebe zum Weltraum zu schreiben. 7 Jahre später ist die Zoe Trope-Webseite einer der größten Internet-Communities für junge Wissenschaftler. Seit kurzem arbeitet Zoe als offizielle Reporterin des Daedalus-Projekts und produziert täglich Blog-Einträge und Videos. Sie wurde von der EASA als zivile Beobachterin und Chronistin des Testflugs eingeladen. Hab meinem Professor gesagt, dass ich meinen Doktor wohl noch aufschieben muss. Und er dann so, wenn du das nicht machst, ziehe ich dich an deinen Haaren dahin. Dabei haben sie gerade erst den richtigen Farbton. Und sie hat Zoes das Herzstück des Zoetrope-Blocker Imperiums. Uff, Text, sehr viel Text. Aber gerne. Okay. Dann, wir können 4 Leute mitnehmen. Wen nehmen wir denn mit? Ich würde die Archäologin erstmal mitnehmen. Archäologin, wenn wir irgendwas finden, irgendwelche organischen Dinge, dann ist sie unsere Frau. So, wen können wir noch mitnehmen? Der Ingenieur wäre eigentlich auch nicht mal so schlecht, wenn wir jemanden dabei haben. Sie wollte aber nicht mitkommen, nicht wahr?
Genau, sie hat keinerlei Interesse, überhaupt das Schiff zu betreten. Die Yasa will aber, dass sie dabei sind. Vor allem, weil es Bedenken zur magnetischen Subraumnavigation des Sprungantriebs gibt. Es würde Sinn machen, sie mitzunehmen. Wir könnten aber auch einen Botaniker mitnehmen. Wenn wir Pflanzen finden, dann haben wir Pflanzen da. Es wäre echt gut, wenn wir einen Botaniker da haben. Ich würde einen Botaniker mitnehmen. Also nehmen wir auch Ash Malhotra mit. Siopan Hartigen und Ash Malhotra. Dann hätten wir zwei schon mal, die dafür da sind, wenn wir was finden. So, dann haben wir noch einen theoretischen Physiker. Den haben wir noch, Astronautin. Astronautin sollen wir ehrlich gesagt auch mitnehmen. Sie würde, warte, ihre Lektion über das Überleben im Weltraum waren für das Nederlands Ingenieursteam bei der Vorbereitung auf den Testflug und den zukünftigen Betrieb mit einem 60-köpfigen Team von großem Nutzen. Sie kennen sich also in dem Bereich echt gut aus. Ja, wir bräuchten eigentlich jemanden, der das machen kann. Ihr könnt auch Nikolai Lebedev nehmen, einen Forscher. Ja, aber mehr für den, als, genau, er war Forschungsleiter für den Sprungantrieb. Missionskoordinatorin, Notfallsender. Standard Scanner Arrays. Für einen Scanner, für einen Antrieb, hier auch für den Sprungantrieb. Zwei Leute für den Antrieb, interessant. Der Konzerndirektor. Soll ich einfach ihn mitnehmen? Der sich einfach eingekauft hat? Warum nicht? Der hat sich eingekauft. Ich muss ja nicht die logische Wahl nehmen. Ich nehme einfach irgendeine weitere Person. Hier, Astronautin. Bam. So, das ist unser Team. Archäologin, Botaniker, Konzerndirektor und Astronautin. Ab geht's. So, Schiff. So, da haben wir jetzt Ulysses, Endurance und Discovery. Drei Schiffstypen. So, bitte wähle ein Schiff für die Daedalus 7 Mission. Sie wurden als Vorbereitung für zukünftige Missionen alle für Langzeiterforschung ausgerüstet. Toll. So, was haben wir denn hier? Die Ulysses. Warte, wir können sogar die Farbe hier auswählen. Ja, lassen wir mal eine hellere Farbe. So, wir haben die ISS Endurance. Die hat einen relativ großen Frachtraum, oder? Ja, ist ein großes Schiff. Größe Slots 3, Manövrierfähigkeit 2. Exotische Materietank, maximale Sprungreichweite 2, Treibstofftank. Okay, Schiffsantrieb. Dieses Modul kontrolliert Treibstoffverbrauch, Sprungantriebreichweite und den exotischen Materiesammler. Schiffsantrieb, wo steht denn das da? Schiffsantrieb, Schiffsraffinerie. Achso, das hat es überall drin, aber jedes Schiff hat es. Na gut, von mir aus. Genau, auf jeden Fall haben wir ein Schiff, das ist relativ stabil. Dann haben wir die ISS Discovery, die ist nicht so stabil, hat auch einen kleinen Lagerraum, kann dafür weiter springen. Ja, sehr viel weiter. Hat dafür einen kleineren Tank, ist aber sehr viel Manövrierfähigkeit. Okay, das ist dann das kleinste und das ist so das ausgeglichene Schiff. Ausgeglichen hat sogar mehr Slots. Ist Manövrierfähigkeit. Ich würde das ausgeglichene nehmen, die ISS Ulysses. Ja. So, Landemodul. Bitte wählen Landemodul. Es wird wichtig sein, um an eurem Bestimmungsort Ressourcen und Informationen zu sammeln. Die ISV Odyssey. Die ISV Serenity. Pathfinder Odyssey. Okay, hier ist dasselbe wieder. Drei verschiedene Typen, die haben alle dieselben Sachen drin. So, die Pathfinder hat einen kleineren Frachtraum, kann aber dafür drei verschiedene Sachen mitnehmen. Ist aber schwach von der Hülle, hat eine schlechte Bohreeffizienz. Dann haben wir die ISV Odyssey, die ist relativ gut, hat eine gute Bohreeffizienz. Sonde ist dafür schlecht. Dann hat eine andere eine bessere Sonde, okay. Geräteslots sind auch nur zwei Stück drin. Ich würde auch hier den Ausgeglichenen nehmen. Ich glaube, der Ausgeglichene macht das. Ja. Wir nehmen hier die Serenity. So, der gute Seed.
Welchen Seed nehmen wir? Das? Moment. Hey, es geht. Nehmt einfach meinen. Warum nicht? So, dann gib mir einen Code ein, um eine Galaxie zu generieren. Teile mit Freunden oder vergleich, welchen Unterschied eure Crew und die eingetroffene Entscheidung auf eure Reise machen. Wir nehmen den. Deswegen jetzt einmal Start. Oh. Schwierigkeitsgrad Story-Modus. Können wir einen anderen nehmen? Schwierigkeitsabenteuer-Modus. Willkommen in der Galaxie. Story-Modus. Für neuere Spieler. Ich habe das früher schon einmal gespielt, deswegen würde ich nicht den Story-Modus nehmen, sondern wir nehmen den Abenteuer-Modus. Wahrscheinlich der normale Schwierigkeitsgrad. Willkommen in der Galaxie. Versuche, die Erde zu erreichen, bevor das Schiff auseinanderfällt, sage ich. Vermeide gefährliche Planeten. Such vor allem nach ungewöhnlichen und seltenen Ressourcen. Dreh die Zeit zurück, wenn du stirbst. Nur für Experten. Der Roach-Modus. Die ultimative Survival-Erfahrung. Aliens wandeln härter, Feinde blockieren deinen Antrieb beim Flüchten, Schiff, Landemodul und Crew nehmen mehr Schaden. Die Zeit kann nicht mehr zurückgedreht werden. Tod bedeutet Tod. Wir können den... Ich meine, wir könnten... wir versuchen's. So, wir starten natürlich auf der Erde. Auf der Erde starten Tutorial. Lerne, wie man das Schiff und den Länder fliegt. Starte von der Erde Tanker Mars auf und bereite dich auf den ersten Sprung der Menschheitsgeschichte nach Alpha Centauri vor. Was kann schon schiefgehen? Bei dem Modus bestimmt nichts. So, also Tipp. Du kannst jederzeit zwischen Controller, Maus und Tastatur wechseln. Drücke einfach eine beliebige Taste. Wo ist die beliebige Taste? Ich sehe eine Zittel. Wie wäre das nochmal? Zittel, Steuerung und Pickup. So. Malcolm Winters persönlicher Hinweis: Fliegen und navigieren ist deutlich einfacher mit einem Controller. Ach, was weiß der schon? So, wir haben dabei einen Kristallschädel, eine Pflanze, Arminierung, Werkzeugkiste und. Ich weiß nicht, was das ist. Da ist eine Spritze drauf. Medipack? So, Start. Auf der Erde starten. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Und das war's. Wir sind wieder zu Hause. Dankeschön, man sieht dich das nächste Mal. Ciao. The maiden flight of the Daedalus 7, Earth's first jump-capable ship, to Alpha Centauri and back. And yes, we're hearing from IASA Command that all systems... Okay, die Reise... Ich starte gleich. Den Spaß musste ich mir machen. So, also, die Reise beginnt. Unser letztes Crewmitglied muss noch im Orbit zu uns stoßen. Hebe ab und gewinne so lange an Höhe, bis der Autopilot verliert, der ich mein übernimmt. Auf geht's. Da hinten sehe ich mein Haus. Und auf geht's. Schub geben. 3, 2, 1, go. Dann schaut ihr euch mal kurz an, weil ich muss hier kurz im Hintergrund was abändern. Ich würde gerne meine Maus deaktivieren. Und zwar, ich möchte meine Maus nicht aufnehmen, danke, weil ich, das stört mich immer. Perfekt, also meine Maus seht ihr nicht mehr, perfekt. So, das ist die Erde und ihr seht schon mein Haus. Es liegt genau dort. Oh, ihr seht die Maus nicht mehr, so ein Mist. Okay, ein kurzer Halt auf dem Mars. Wir müssen zur Schiaparelli-Bergbaukolonie auf den Mars, um die exotische Materie zu holen, die wir für den Sprung benötigen. Wir fliegen den Orbit des Mars, auf der Minimap markiert, und landet sanft dort.
So, und hier ist die Erde. Missionsprognose harmlos. Oberflächentyp Ozean. Tatsächlich ja. Der größte Teil ist ein Ozean von der Erde. Gravitation durchschnittlich. Temperatur gemäßigt. Konvektion leicht. Atmosphäre moderat. Gefahren keine. Ja, Lebensformen Menschen. Ja, das sollte auch oben stehen. Strukturen, Energiemesswerte. Es gibt also Energie, man misst dort Energien. Deswegen die Messwerte dort. Also, es gibt Eisen, Wasserstoff, toll. Und Landemodul Außenhülle, blub. Und Landemodul Fracht? Wir haben nichts da. Kirsten Barras ist derzeit, ist Kirsten Dingens? Warte, Stab mit Schiff. So, Hallöchen, Schiff. So, wer ist denn gerade fürs Landemodul zuständig? Schleuder, das haben wir drinnen. Leerer Slot, ja, komm. Datenbank, Brücke, wie geht denn das alles nochmal? Landemodul, nein, Quartiere. Ah, Landemodul zuweisen, okay. Unsere Astronautin ist im Landemodul, okay. Gut. Mehr wollte ich nicht wissen. Okay, das heißt, einmal gehen wir. Hier, kann ich hier landen? Warte, Space Autopilot. Oh, ich kann hier nicht mehr landen, schade. Ich wollte das Eisen und unser Wasserstoff mitnehmen. Na gut. Dann fliegen wir mal auf den Mars. Wir können sogar auf die Karte schauen. Hier ist die Karte oben rechts. Der Mars ist einmal da. Ich würde mal auf den anderen Sachen hier landen. Ich meine, wenn wir schon hier sind, wir haben den tollen Mond hier, dann machen wir das doch mal. So, man gibt hier langsam ein bisschen Gas. Vorsichtig. Vorsichtig, der Mond ist sehr klein. Oh, ups, das kann passieren. Mal ein bisschen mehr Gas. Nicht, dass ich jetzt schon hier untergehe. Und da ist der Moos. Der gute Moos. Missionsprognose harmlos, hauptsächlich Fels, sehr gering, arktisch. Ich würde sagen, wir landen auf dem Mond. Auf geht's. Dann üben wir doch mal, wie das geht. Sehr gut, das läuft doch. Das sieht nicht richtig aus. Ich glaube, es erinnert mich irgendwie an den Entwickler-Stream. Und dabei ist mein Spiel geupdatet. Ich glaube, hier sollte es mehr nach Mond ausschauen und nicht nach einem halben Alien-Planeten. Nun, ich glaube, wir fliegen wieder weg. Entwickler, ich glaube, die Version ist immer noch so. Ich glaube, ihr habt da was vergessen. Sorry. Aber jetzt wissen wir es. Der Mond. Es war eine Lüge. So, also, auf zur Karte. Wir fliegen mal an die Erde vorbei. So, dann nehmen wir mal die Gravitation hier mit. Wir lassen uns mal wegschleudern. So, welcher Planet ist da? Ich glaube, der Mars kommt jetzt, nicht wahr? Nee, der Mars ist weiter weg. Welcher Planet ist das nochmal? Welcher war denn das? Werden Sie gleich herausfinden.
Und es ist die Venus. Ich dachte, die wäre weiter weg. Aber klar, sie ist heiß, deswegen ist sie nah dran. Missionsprognose, hohes Risiko, Oberflächentyp Lava, Gravitation gering. Da sollte es kein Problem mehr. Kein Problem geben. Temperaturen Inferno. Konvektion stark. Atmosphäre dicht. Ja, wir können mal rein dippen. Aber nur wegen Eisen? Ja, versuchen wir es. Gravitation ist gering, also was soll's. Ach du meine Güte. So, da ist Eisen. Hitzewarnung, ja, das kriegen wir hin. Und bohren. Nehmen das schöne Eisen mit. Komm schon. Ja, er hat Verbrennungen, jetzt schon. Das ist ein guter Start, wir sind nicht mal aus dem Sonnensystem raus. Komm schon. Okay, das sieht nicht gut aus. Weg hier. Das ist ein... Wir sollten das nicht machen. Gut, aber das habe ich natürlich bewusst gemacht für eine besondere Sache, denn... Warte, ich fliege mal kurz hier rüber. So, landen wir doch mal hier. Denn... Warte, komm schon. Blop, und blop, dann einmal so von mir aus. Perfekt. So, was haben wir hier? Eisen und Kupfer. Temperatur senkend. Na super. Aber es gibt Eisen und Kupfer. Warum ich das gemacht habe natürlich, ist deswegen. Tada, wir haben Eisen. Was können wir mit dem Eisen machen? Na klar. Wir können, hier. Sein anderes Modul ist etwas beschädigt, deswegen Eisen rein und wir können ein bisschen davon reparieren. Das hat sich gelohnt. Das versteht ihr noch nicht. Oh Gott, Wasserstoff sollte ich auch lieber rein tun. Okay, wir sollten da nicht landen. Wir fliegen lieber woanders hin. Der gute Merkur. Die hat schon Verbrennungen. Wir lassen das mal. So, wir fliegen mal an der Sonne vorbei. Dann fliegen wir mal direkt zum Mars. Ich muss jetzt nicht jeden Planeten hier begutachten. So, wir können mal ein bisschen näher an die Sonne. Oh, weg von der Strahlung. Das ist ein bisschen zu nah. Hallöchen, Sonne. In Leute habe ich die mitgenommen. So, dann, wupp. Und ich bin gerade hier nach oben unterwegs. Stimmt, hier geht es ja nicht weiter, wenn ich da reinschaue. Wäre ja auch blöd. So, dann schauen wir doch mal. Ah, leider nicht genau geschafft. Das sieht gut aus. So, willkommen beim Mars. Nicht zu viel abbeißen. So, Missionsprognose harmlos. Und da ist die Schiaparelli-Station. Rein mit uns. Ich habe nicht auf die Gravitation geschaut. Die müsste ja geringer sein als die auf der Erde. Ja, Gravitation ist gering. So, schauen wir uns doch mal die Oberfläche an. Da sehe ich doch unter mir ein Gebäude. So, nicht in die Station reindonnern. Das macht sich nicht gut. Sowas wird als unhöflich wahrgenommen. Und besuchen.
So, Shira Parelli, Flugleitung an Landemodul. Willkommen auf dem Mars, IASA. Wir haben hier frisch aufgebrühte Antimaterie für euch. Bereit für den Transfer? Natürlich, große EM-Kanister, Treibstoff in Sprungantrieb, komplette Füllung. Weiter. Transcom, weiter. Transfer abgeschlossen. IASA, einen Moment noch. Ja, wir haben hier noch ein Geschenk für euch. Der Boss will, dass ihr unseren neuen Schildgenerator-Prototypen da draußen ausprobiert. Der sollte sich problemlos einbauen lassen und schützt euch gegen Energiestöße. Experimentelles IASA-Schutzschild erhalten. Gute Reise. Bringt uns was Schönes mit. Schiaparelli out. Sehr gut. Dann haben wir den Schild. Dann gehen wir nach Hause. Also, was heißt gehen? Okay. So, wir müssen in den Orbit zurückkehren, die Antimaterie in den Sprungantrieb füllen und den Schild installieren. Das kann ich doch alles hier machen. Wir sind im Orbit. Dann machen wir das doch mal. Erstmal, komm, die Datenbank. Brücke. Ah. Exotischer Materietank. Zeigt die Anzahl der verbleibenden Sprünge. Ich dachte schon, das wäre ein Kopf. Wir können Minerale umwandeln, an Sonnen auftanken. Vorsicht. Oder Hilfe suchen. Mhm. Dann machen wir doch mal. Wir haben doch Ressourcen irgendwo was. Nee. Das ist ja schon eingebaut. Warte. Brücke. Bergbaulaser. Schiffshöhle, Schiffsantrieb. Der ist bestimmt schon eingebaut. Ausfallrisiko. Schaden durch Gefahren. Okay. Schade, das ist jetzt Ressourcen, habe ich gar nichts mehr. Ah, warte, wo ist denn mein Tank? Labor. Ah, da wird ein Schutzschild. Schutz gegen Energiestöße. Wenigstens haben wir eine Anleitung mit Bildern. Toll. Ich glaube, ich krieg das hin. Ich mach das schon. Ich stecke es einfach ein, ja? Oh, okay. Der gute Konzerndirektor. Da ist jemand optimistisch, aber das heißt nichts. Sie sagt, ich mach das schon. Ist kein Problem, sie kennt sich damit aus. Sie weiß, wie das geht. Sie macht das. Schutzschild installiert. Na bitte. Perfekt. Dann, großer EM-Kanister. Ich bin dran? Okay. Ja, mit dem Tank. Ich bin froh, etwas zu tun zu haben. Der ist ein bisschen zu needy. Tritt mal zurück. Kein Problem. Gib mir den Kanister. Sieh auch wieder so. Kein Problem. Ich habe nichts dagegen, mich schmutzig zu machen. Dafür ist die Antimaterie nicht da. Aber du kannst es gern machen. Das sollte genug Treibstoff für 3 Sprünge sein. Er kennt sich aus. Was haben wir hier nochmal? Medikit. Okay, Set mit erster Hilfe, Ausrüstung und Vorräten. Eigentlich gut für Sie. Ich brauche ein paar Dinge aus der Medizin vor Ort. Ja. Wir warten noch. So ein Bergungsset. Mir fällt nichts ein, was uns noch nicht eingefallen ist. Alles, was wir wissen, ist hier aufgezeichnet. Bleib einfach beim Plan. Okay. Wir wissen, was wir damit zu tun haben. Er weiß es. Es wird Zeit, dass wir damit anfangen. Oh. Okay. Ich schätze, mit Zeitplan lässt sich das Loch nicht flicken. Nein, natürlich nicht. Also, Gwendolyn. Schauspflanze. Wir werden noch mehr Zeugs mit nach Hause bringen. Ja, die kommt von zu Hause. Gwendolyn wächst ganz schön schnell. Es kommt mir vor, als wärst du gestern noch eine Blumenzwiebel gewesen. Ich hatte meinen Teddybären mit auf der ISS 2. Was? Er wollte vom Weltraum aus auf die Erde schauen. Ja, das versteht man. Bitte bewahrt eure persönlichen Gegenstände in euren Spinden auf. Da passt die Blume gut rein. Ach, das? Ich versteck's bloß vor der ein oder anderen Regierung. Nee, tatsächlich ja, da gibt's 2, die haben da was damit vor. Ha, es wird dich nie so lieben, wie Gwendolyn mich liebt. Ach, den mag ich jetzt schon. So. Ich hatte mein Teddybären, auch wieder Teddybären, sehr gut. Und der will einfach, dass wir den Spind packen. Okay, wir sind hier fertig. Warte, wie komme ich hier nochmal raus? Da. Okay, springe nach Alpha Centauri. Viel Glück. Halte Schub und Boost, um den Sprungantrieb zu aktivieren. Na dann.
Auf geht's. Das muss so. Kein Grund zur Sorge. Das ist ganz normal. Das ist auch ganz normal. Jeder, der mit der U-Bahn schon mal gefahren ist, der weiß, dass sowas mal passieren kann. Ist wie eine Verspätung. Ist Deutsche Bahn-like. So. Weit, weit weg. Autsch. Weit, weit weg von zu Hause. Sprungantriebsfehlfunktion. Wir bitten um Ihr Verständnis. Etwas hat die Raumfaltung beeinflusst. Wo zur Hölle sind wir? Das ist nicht Alpha Centauri. Die Sensoren zeigen ein großes Trümmerfeld. Wir sind hier gefangen. Folge dem weißen Punkt, um das Störsignal zu finden. Naja, es ist ein Dreieck eher. Aber wir sind hier. Wir haben da sehr viele Leute, die gerade verletzt sind. Die Ärmste, was hat denn der gemacht? Was hat der gemacht? Warte, ich klicke mal nicht auf ihn. So, was ist mit dir passiert? Kann ich das genauer ansehen? Hier, Quartiere. Was ist, da steht's. Okay. Kirsten hat... da steht sogar mehr. Sigopan. Bereit und an meiner Konsole, falls ihr mich braucht. Ash. Ox, man sagt doch, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Ich bin einfach nicht der beste Werfer, wie es aussieht. Eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Was hat er denn bitte gemacht? Und Kirsten, Schubdrüsen und Leitsysteme voll funktionsfähig. Sie ist voll drin. Und Simon, scanne die Umgebung. Bereit machen für Updates. Er ist auch drin. Die beiden machen's schon. Sie ist so, die ist an ihrer Konsole. Sie hat nicht gesagt, welche Konsole. Oh, da hinten ist sogar Ash. Er liegt da drin. Wir haben einen Kristallschädel, wir haben eine Weinflasche wahrscheinlich. Oder mehr Champagnerflasche. Sehr schön. So, wir haben Waffen, dann machen wir doch mal unsere Waffen an. So, auf Wiedersehen, du Felsen. Schieße ich so? Nee. Wie schieße ich nochmal? Ach, mit. Da steht's ja. Schön. So, aber ich glaube, wir lassen die Waffen mal an. Wir sind im Alarmmodus und genau das brauchen wir. Und das sieht mehr aus wie Trümmer. Was immer diese riesige leuchtende Kugel da hinten ist. Könnte auch meinen, das ist eine Stadt da drin. Oh, da ist eine Tür im Weltall. Sehr gut. So, dann schauen wir doch mal, was da drin ist. Was ist das? Was bist du? Rede mit uns, du Ungetüm aus Stahl und Leuchtezeug. Barasso an Daedalus 7, ich betrete jetzt die Alien-Struktur. Copy? Wir kopieren mal. Wir können auch einfach sagen, nein. Warum habe ich hier die Option? Wir könnten herausfinden, wie Kirsten drauf ist. Ja, dann wissen wir, okay, alles gut. Nein. Kommt sie zurück oder geht sie weiter? Und Little Ashi, Little Shia, Hallöchen. So, wir drücken mal auf Nein. Oh, okay.
Ich fasse das Nein mal als Ja auf. Ich starte die Erkundung der Sphäre. Sie wurde eindeutig nicht für Menschen gebaut. Warte, alles ist so groß. Definitiv nicht mehr im besten Zustand. Da sind riesige Löcher in den rostigen Wänden und gigantische Glaskondensatoren knistern vor Spannung. Kein Lebenszeichen. Laut den Anzugssensoren besteht die Luft hier aus, naja, Ozon, Stickstoff, ein paar unbekannten Elementen und, ja, okay. Hab eine Tür gefunden. Die Stromversorgung scheint noch intakt zu sein. Sieht so aus, als erwarte sie irgendeine Art von Signal. Welches Signal wir senden, es wird toll sein. Erstes Mal, nope. Ich hab's früher schon mal gespielt. So. Oh mein Gott, sprich mir ins Ohr. Das tue ich die ganze Zeit. Und Dankeschön für den Follow. Ich mag den Clip, der jetzt gerade im Stream angezeigt wird. In der YouTube-Aufnahme sieht man es nicht. Aber der Clip da ist toll. So, welches Signal senden wir? Das ist mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen dahinter. Es klingt mehr aggressiv. Das linke ist eher so... Das linke sieht besser aus. Ich nehme mal das... Blödsinn, das ist das Rechte. Was ist mit mir? So, das Rechte. Wir nehmen das Rechte. Jeder weiß, wie man das ausspricht. Wartet mal. Hier ist ein Computerterminal. Es übersetzt alles, was ich sage, in Symbole. Es könnte mit unserer Technologie kompatibel sein. Jemand sollte es auf das, naja, das Schiff bringen und mir dann von dort aus eine Nachricht senden. Übersetzungsmatrix an den Schiffscomputer anschließen? Klar. Ich meine... Außerirdische Technologie? Warum nicht, Mann? Rein damit. Ja. Habt ihr es installiert? Schickt den Code rüber. Wir schicken. Die Tür entfaltet sich wie eine Blume aus Aluminium. Dahinter befindet sich ein Kontrollraum. Ich sehe keine Knöpfe oder Schalttafeln, aber in der Mitte dieses Raums steht eine Halterung. Irgendwas ist da drin. Ich kann es nicht erklären, aber... Es ruft mich zu sich. Ich glaube, es will. Es will, dass ich es an mich nehme. Schlüsselstein, unser Souvenir aus der Sphäre. Weiter. Verstanden. Ich müsste es mit meinem Plasma-Brenner lösen können. Ich hab's. Wartet mal. Die Betriebsgeräusche haben aufgehört. Die Sphäre schaltet sich komplett ab. Ich kehre zum Schiff zurück, solange ich noch kann. Standort verlassen. Sehr gut. Uff, es ist aus. Ich freue mich auf die Ilitzer-Stimmen. Ach du meine Güte, ich bin so schlecht mit Stimmen machen. Und meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Erwarte nicht so viel. Also, das Wichtigste bei mir ist immer, niemals Erwartungen haben. Das ist das Wichtigste. Aber Dankeschön, ich nehme das als Kompliment auf. Es ist ja auch ein Kompliment. Aber wichtig, niemals Erwartungen haben. Ich muss was trinken, einen Moment. Danke. So, Wasser, der größte Freund des Menschen. So, Unsere lange Reise nach Hause beginnt. Ja, der Einfluss der Sphäre auf unser Schiff ist verschwunden. Wir können diesen Weltraumfriedhof und das System verlassen, wann immer wir wollen. So, da sind wir wieder draußen. Was? So ist meine Stimme? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen zu übertrieben. Ein bisschen... Das ist eine ganz normale Stimme. Dann raus hier. Wie komme ich hier nochmal raus? Schub, Boost. Wie mache ich das nochmal? Ach so, Waffen weg. Dann. Okay. Ressourcengewinnung. Ist, genau, von der Farbe noch Tutorial. Spielst du mit Maus und Tastatur? Jopp. Ich habe kein anderes Werkzeug hier. Ressourcengewinnung. Reparatur auftanken. Unsere Scanner haben wertvolle Ressourcen auf diesen nahen Planeten erfasst.
Wir können sie abbauen, um mit ihnen Reparaturen durchzuführen und sowohl konventionellen als auch Erdentreibstoff aufzutanken. Schön. Bohre auf den nahegelegenen Planeten nach Metallen. Sammle Gase. Oh, du meine Güte. Das sieht gesund aus. Mhm. On a historic day for the human race, the maiden flight of the Daedalus 7, Earth's first jump-capable ship, to Alpha Centauri and back.